Es ist aber nicht meine Hauptwaffe, das müsste ich euch vorher sagen. Es werden vielleicht ein oder zwei Hiebe brauchen. Signore, bei eurer Kraft. Du merkst auch, wie sie dann ähnlich wie die Dame früher, hat sich ja vor ein paar Tagen erst eine angebaggert, aber auch diese hier ist nicht 50, sondern ungefähr 30, würdest du sagen. Gut gebaut, südlich, kommt wahrscheinlich auch von ihrem Dialekt her aus Al-Anfa, würdest du vermuten. Ja, legt jetzt erstmal ihre Hände, streicht dann über deine Muskeln. Ah, mit diesen Armen seid ihr doch sicherlich auch bewandert. Und wenn ihr halt einen zweiten Streich oder einen dritten braucht und der Schädel nicht ganz abfällt beim ersten Mal, dann schicken wir ihn zur Hölle. Ich bin ja immer noch ein Fan von den Fäusten, wisst ihr? Paktierer, das sollte nicht zu schnell gehen. Schwerter, das ist doch Gnade. Fäuste, da lernen sie. Also Aber gut. naja. Also gut, dann sie schaut dich an, Mund ist ein bisschen offen. Also gut, dann schlag ihm einfach den Schädel so zu Klump. Mir soll es gleich Raffin sein. fängt breit an zu lächeln. Ich werde euch jetzt schon bald vermissen. Ihr gefällt mir. Wo ist er denn? Ist er schon hier? Oder? Sie deutet auf den Richtblock, vor dem sie gerade stand, und du kannst sehen, wie da wohl jemand eingespannt war. Und ja, sie deutet dann auf ihn. Kannst du auch erkennen, dass er ein bisschen raucht, als ob er vor wenigen Augenblicken erst verbrannt wäre. Zumindest ist seine Haut ziemlich geschwärzt. Hat er wohl krustige schwarze Hautbröckchen, die stetig an ihm runterbröckeln, als ob sein Rücken verbrannt wäre. Ja, darf ich? Signore, Männer, brecht das Training ab. Wir besehen uns jetzt die Basaltfaust, wie sie diesen Paktierer vernichtet. Darauf ein dreifaches Juhei. Juhei, Juhei, Juhei. Und dann tritt sie heran, löst einmal mit einem Tritt die Eisenspange, sodass sich ja, der Kopf von ihm wieder bewegt, schaut dich an, funkelt dich aus rot glühenden Kohleaugen an. Ja, ist er noch fest oder kann er jetzt laufen? Jetzt könnte er wieder laufen. Ja, das ist ein guter Moment, um ihn einzutrauen. Ich versuche mal einen Doppelschlag. Also erstmal schön zwei Schläge gegen ihn ansetzen. Ihm raufen. Agrimod wird dich richten. Boran wird sich auf dich freuen. Ja, ich Gut. würde treffen. Schauen wir mal nach. Er pariert nicht. Er möchte gerne auch zweimal zuschlagen. Aber das war jetzt erstmal ein Doppelschlag von Rafim. Rafim hat eine Parade offen. Ja. Du machst jetzt erstmal zweimal Schaden an ihm. Genau. Ich Rafim. gehe einfach mal davon aus, du wirst die höhere Initiative haben, oder? Müssen wir nicht auswürfeln? Ich vermute einfach mal. 12 habe ich. 12 nur? Na, dann würfeln wir auch mal aus. Dann gehe ich auch mit einer 12 ins Rennen. Dann bin ich einen höher. Dann kommt mein erster Schlag. Und du siehst, wie seine Hände anfangen zu brennen und er zuschlägt. Ja, ich pariere es natürlich. Aha. Du bekommst Die den Arme weit zusammen. halben, du bekommst den halben Waffenschaden von ihm. Ich muss gerade mal schauen, er macht einfach nur ein W6 plus 1. TPKK sind 6 TP. Und wenn du nicht gerüstet bist, also 6 TP bekommst du. Ja, wohin? Kannst du Rüstung abziehen und weil du pariert hast, nur die Hälfte, also halber Also drei. Waffenschaden. Ja, gut, dann ist Genau. egal, wohin. Ja, Dann habe ich jetzt auch vermutet. Es geht aber nur darum, dass jetzt seine Hände gerade angefangen haben, in einem schwarzen ja, Feuer anfangen zu glühen und dann zu brennen und dann schlägt er und trommelt er dir seine Fäuste in die Magengrube. Du darfst deinen Doppelschlag führen. Ja, 2x6. 2x6. Ja. TPKK, ne? Oder was ist das? Warte mal, wieso der hat. Nee, warte mal, warum hat er denn. Nee, warte mal, dann habe ich das falsch eingetragen. Nee, TPKK rechnet er automatisch. Nee, dann ist es 2x5. Sorry. 2x5. 2x5, gut. Ja, nimmt er das? Er ist selber nicht gerüstet, das hat man ihm alles ausgezogen. Wahrscheinlich sowas wie ein natürlicher Rüstungsschutz, der ihm da wohl gewachsen ist im Laufe seines unheiligen Lebens. So dass du einmal 4 und nochmal 4 Ausdauerschaden machst. Und ja,
Dann kommt sein zweiter Schlag. Der hatte, glaube ich, auch getroffen. Habe ich den schon gewürfelt? Nee, den zweiten nicht. Habe ich noch nicht gewürfelt, ne? 11, dann trifft er auch. Umgewandelt, soll reichen. Und dann macht er dir noch einmal 7. Den kannst du nicht parieren, weil keine Parade mehr offen. Ja, soll ich dir eine Zone auswürfeln? Das kannst du gerne mal tun, ja. In den Schwerter. Ah. Trifft er nur die Rüstung. Echt? Wie groß bist du da? 7. Gut. Ja, also ich glaube, wir müssen das nicht auswürfeln. Du wirst ihn dann nach und nach in die Besinnungslosigkeit erstmal prügeln, sodass dann seine Ausdauer irgendwann auf Null ist. Du kannst noch verschiedene Brand- und Schmarspuren an deiner Rüstung erkennen. Ab und zu hat er dich mal getroffen, allerdings nichts, was dich irgendwie kümmern würde. Vor allem, wenn du dann die eine Hälfte wegparierst, ihm dann den Arm auf den Rücken drehst, ihn dann wieder zurückschubst. Du kannst gerne nochmal den Kampf versuchen, so ein bisschen zu beschreiben. Du kannst ihn einfach demütigen. Ja, also Rafim legt am Anfang auf jeden Fall erstmal den Wert darauf, den Gegner ohnmächtig zu boxen, immer wieder mit schnellen Schlägen, auch in Richtung eher Magengrube. Wenn er dann erstmal ohnmächtig ist, würde man natürlich seine unheiligen Augen entfernen. Also ich würde ihm die Augen ausreißen wollen. Schön die Daumen reinlegen und dann reindrücken. Glühende Kohlen. Also es tut vermutlich auch mäßig weh, aber ist egal. Und wenn er dann erstmal ohne Augen ist, ist mein Versuch, ihm im Grunde in den Kiefer abzureißen. Und dann gucken, ob er daran verblutet. Und wenn nicht, dann, naja, dann trete ich ihm halt den Hals durch. Ja, kannst dann auch, nachdem du ihm die Augen rausgequetscht hast, kannst du ihm dann die Daumen in den Kiefer reinlegen, brichst dann einmal auf beiden Seiten den Kiefer links und rechts raus. Ist wie gesagt ohnmächtig, wird nochmal versuchen, aufgrund von Schmerzen einfach wieder wach zu werden. Ein einzelner Kopfstoß von dir, dass er wieder in die Ohnmächtigkeit zusammensinkt, und es ist ein unglaublich blutiges Schauspiel, aber er ist immerhin ein Paktierer und hat damit keine Gnade verdient. Und die Söldner um dich herum schauen mit offenen Augen, offenen Mündern zu, sind natürlich auch ein bisschen von deiner Brutalität ein bisschen entsetzt, ein bisschen geil. Und dementsprechend wirst du, ohne dass irgendjemand da Geld von haben will, 50 Söldner am nächsten Tag bekommen. Meinetwegen auch jetzt gleich. Ja, also ich sag denen, dass wir die abholen werden. Ja. Ich gebe nochmal der Dame die Hand. Wenn ihr mal was für mich braucht, wenn ihr mal Hilfe braucht und ich bin in der Stadt, kommt gerne zu mir. Na, Lanfa, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Signore Basaltfaust. Ja, ich würde jetzt einfach komplett blutverschmiert, wie ich bin. Ich gehe erstmal zurück, berichten, dass sich so viele mutige Männer gefunden haben, die sich sonst bereit erklären. Am Rommelisator überlegt die Stadtwache noch kurz. Du siehst dann, wie sie diskutieren, treten dann auch beiseite, ohne Herrn zu sprechen. Du kannst dann auch, wenn du dann durch das Tor durchgegangen bist, spürst du noch, wie sie dann wohl ihre Lanzen auf dich gerichtet haben. Haben immer noch überlegt, diskutieren immer noch, wollen wir den aufhalten? Er ist irgendwo gerade aus dem Chortempel gekommen, war da kurz unterwegs. Keine Ahnung, was er da gemacht hat, interessiert mich nicht. Ist nicht meine Aufgabe. Und ja, dementsprechend gehst du dann blutig verspiert durch die Stadt geharrt. Ja, ich tauche natürlich so bei der Witwe Putz dann auch wieder auf. Ja, ganz Abel wie erkennen, der steht da wohl gerade mit seinem Pferdchen, will da streicheln, und dann kurz bevor du auf den Teppich trittst, wird Abel mir dich dann aufhalten, aber das ist eine andere Geschichte, und wir blenden über zu Ömer. Ja, Ömer hat sich jetzt hier Waffen und Rüstung abgelegt, sein Geld abgelegt im Haus der Witwe Putz, da wo er immer übernachten durfte, bei Raffi im Zimmer. Und hat sich in sein Bettlergewand geschmissen und verkleidet sich ein wenig, um sozusagen jetzt unerkannt sich unter die Bettler mischen zu können. Ja, wirklich verkleiden müsstest du dich nicht. Doch, immer will sich ein bisschen verkleiden, dass er vielleicht jetzt hier ein bisschen anders rüberkommt, dass man ihn nicht sofort erkennt, dass er eben der Typ ist, der abends durch die Stadt läuft, in Rüstung. Dein eigentlicher SO ist ja 3, kannst du natürlich plus minus 7 vortäuschen, dementsprechend ganz. Mein eigentlicher SO ist 1. Eigentlich, genau. Mittlerweile doch 3. Den würde ich auch wieder annehmen. Ja, genau. Nee, 2 simuliere ich die ganze Zeit, Jalan. Also, du kannst dich einfach unter die Leute mischen, Dreck ins Gesicht geschmiert. Wo möchtest du irgendeine spezielle Gegend, Sonnengrund, Eschenbrunn? Ich möchte ganz gerne hier in dieses Viertel zuerst, und das ist ja ein ziemliches Armenviertel hier. Ja. Und dann wird er sich eben dort erstmal ein wenig erkundigen, wie das hier aussieht.
So von wegen jetzt hier Bettelmarke und Meister der Schale, wie man das eben in Kuntium handhabt. Und ja, wird dann wahrscheinlich rauskriegen, das, was damals man auch rausbekommen hat, als ich noch einen anderen Charakter gespielt habe, dass man sich an die Stadtwache zu wenden hat. Genau, das ist es. Bettelmarken bekommst du am Puninator. Hier in dem Viertel, das ist wohl ein altes Stadion, hat man, oder eine Arena könnte man fast sagen, hat man einfach erstmal ein paar Flüchtlinge reingesteckt und die haben dann, nachdem man sie zu sehr lange alleine gelassen hat, haben sie dann angefangen, hier Holzhütten hochzuziehen und dann auch auf den Stadionbänken haben sie dann, ja, Haus um Haus nach oben gezogen, sodass es hier ein verschachteltes, sehr vertracktes soziales System, Gefüge gibt innerhalb der Stadt, auch so sehr nah am Schlossviertel. Die Stadtwache wird da auch ganz massiv aufgefahren sein, sodass da ja, keiner belästigt wird, der sich da am Schlossviertel aufhält. Vor allem auch die Rondra-Kirche, den Rondra-Tempel St. Adare ist da auch beschäftigt, dann die Leute wegzudämmen. Gib mir mal eine Gassenwissenproben. Ist wohl nicht erschwert. Ja, doch um drei. Es geht gar nicht so darum, dass du jemanden findest, der mit dir sich unterhalten will. Es muss einfach jemanden finden, der weiß, was du jetzt wissen möchtest. Ja, dann haben wir noch 9 Punkte übrig, trotz der 3 Erschwernis. Ja, es gibt natürlich auch 15 Punkte aufschreiben. Flüchtlinge aus Eschenrod. Das ist ein Viertel im Süden, liegt neben dem Sonnengrund und wenn man da dann sich ein bisschen umhört, wird man wohl feststellen, dass es da Lagerhäuser gibt. Und zwar Lagerhäuser mit Salz, Kohle, haltbaren Nahrungsmitteln, die städtischen Speicherhallen. Torf ist da wohl ein bisschen drin, Korn. Und die haben sich in den letzten paar Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, haben die sich gefüllt und wurden wenig leer gemacht. Ja. Um versucht mal rauszukriegen, wo denn wohl die Säcke mit so Korn, Roggen, Weizen, Bohnen, was auch immer so gekommen ist. Also diese Langzeitsachen, vielleicht auch Erbsen, Rosinen, alle Dinge, die, also Rosinen jetzt nicht, Erbsen vielleicht noch, Dinge, die man eben lange lagern kann, wo man glaubt, wo wohl was drin ist. Ja, man wird auch immer wieder hier unter ein paar Kreuzer springen lassen für die Informationen. Deswegen Kreuzer, weil man ja selber nur ein Bettler ist. Ja. Also sie werden selber dann darauf verweisen, dass du dich in den städtischen Speicherhallen umsehen müsstest. Da wird dir dann sicherlich nicht unbedingt die Bettler, aber das Füchsische wird dir helfen, dich da zu orientieren. Der Speicherherr ist wohl ein Esindio Lastrano. Gibt viele Arbeiter, die da rumlaufen, auch ein paar Wachen, Die Arbeiter werden aber auch das Problem sein, dass du da nicht unbemerkt bleibst, wenn du da jetzt Sachen rausklauen möchtest. Und naja gut, wer hat den Auftrag gegeben? Man munkelt, dass es wohl der Bürgermeister war. Der hat ja relativ kurz nach der nach der dritten Dämonenschlacht hat Trautmann Karfenk, der Bürgermeister der Stadt Gareth, den Auftrag gegeben und ja, das war der Bürgermeister Karfenk heißt ja. Trautmann Karfenk. Das läuft alles irgendwie über ihn. Vor allem, naja, so er benutzt das Geld der Stadt, um einzukaufen. Wenn aber Gewinn erwirtschaftet wird, dann soll wohl das laut Gerüchten eher in seine Tasche wandern. Aber das meiste ist dort eingelagert und erwartet wohl, bis die Preise ins Unermessliche geschossen sind. Und Esindio Lastrano war der Lagermeister, ne? Der Lagermeister, der Speicherherr Esindio Lastrano. Aber der Speicherherr ist jetzt derjenige, der wirklich sozusagen die Lagerhäuser überwacht im Allgemeinen und nicht ein Lagerhaus direkt, sondern für mehrere zuständig ist, nämlich alle, die der Stadt gehören, oder? Genau. Ja, unzählige Quader, man kann es nicht zählen. Korn, Salz, Torf, Kohle, also alles, was du in Kriegszeiten bräuchtest, was hier dann über mehrere große Hallen dann verteilt ist. Ja, dann wird man sich mal sozusagen jetzt hier bei den Leuten aus dem ganz niedrigen SO-Bereich erstmal umhören, ob die jetzt hier irgendwie aus diesen Speicherhäusern, aus diesen Lagerhallen jemals irgendwie Nahrungsmittel bekommen haben, ob da eine Armenfütterung oder sowas stattgefunden hat, ob man hier Mitleid bekommt, weil man ist ja selber noch als Bettler verkleidet, ob man hier um Mitleid betteln sollte oder ob das eher gefährlich ist. Sie selber bekommen nichts draus. Nichts. Aber es wird wohl trotz der Wachen, trotz der Arbeiter mit beunruhigender Regelmäßigkeit dort eingebrochen. Man munkelt,
dass das vielleicht daran liegen könnte. Naja, gut, du kannst halt nicht Sachen, die der Stadt gehören, selbst verkaufen und deine eigene Tasche füllen. Wenn aber eingebrochen wird und es könnte sein, dass dieser Esindio Lastrano ein Mitglied der alten Gilde ist, dann kann man das natürlich über Carfeng verkaufen oder in Carfengs Tasche wandern lassen. Dann will man natürlich hören, dann will man natürlich Informationen über Esindio Lastrano versuchen einzuholen, um das Ganze jetzt hier sozusagen wie ein Einbruch aussehen zu lassen. Aber dafür wird man halt zurück nach Garin sich wieder schleichen. Und jetzt will man ganz gerne wieder sozusagen das Bettlertum ablegen, um sich wieder als Söldner zu verkleiden. Denn dem traut man am Einbruch eher zu, anstatt einem Bettler. Da machst du natürlich ein riesiges Buch auf. Du recherchierst. Das ist, überlege ich gerade, was ich für eine Probe haben möchte. Diesmal würde ich diese Probe aber auch sozusagen wirklich jetzt hier bei, sagen wir mal, bei jedem Gespräch, und sagen wir mal, das sind vielleicht so 10 Gespräche, die ich mache, immer mit 5 Silberstücken unterstützen. Das heißt, dass ich da ganze 5 Dukaten reinbuttere in verschiedene Gespräche, dass die Leute auch bereitwillig sind, was an Informationen zu geben und einen realistischen Rahmen sehen, dass ich wirklich jemand sein könnte, der jetzt hier einbrechen will und deswegen sich über Lestrano schlau machen will, um zu gucken, ob man mit dem Geschäfte machen kann. Ich überlege gerade, könnt ihr mir helfen? Was will ich für eine Probe haben, wenn man sich über einen Speicher hier handelt, oder? Metatalent, Informationsbeschaffung? Nee, keine. Ich also glaube, Gassenwissen ist eigentlich diese ganze Informationsbeschaffung. Ja, aber Gassenwissen habe ich eben für den ganzen unteren Bereich. So, und jetzt möchtest du Informationen über einen Speicher her haben. Und auch über die alte Gilde, das ist da alles irgendwo mit drin. Klar, das könnte ich jetzt über. Also, wenn das illegal ist, ist es Gassenwissen. Wenn es legal ist, geht es eigentlich in Richtung Etikette. Etikette. Oder Hauswirtschaft. Hauswirtschaft, Also wenn er die überzeugen will, dass er da wirklich einbrechen will, vielleicht darüber reden, überzeugen. Je nachdem, wie glaubhaft er das rüberbringen möchte. Also überzeugen ist eine Langzeitaktion, dass ich die dann, Leute irgendwie bekehren will. Dann gib mir eine Gassenwissen plus 10. Das ist tatsächlich das Richtige. Es ist ja hoch illegal. Und auch die alte Gilde ist natürlich eine illegale Organisation. Das versuchen wir mal mit Glück zu wiederholen. Oh, das gelingt. Ich habe sogar dann nochmal Glück übrig. Und diesmal ist es gelungen. Trotz plus 10. Ah genau, du musst noch 2 Punkte abziehen. Ich glaube, Ortseinschätzung ist nicht das Richtige hierfür, ne? Nee, ist es nicht. Dann sind so 2 Punkte übrig. Aber trotzdem gelungen. Ja, die alte Gilde ist neben den Tobrian, den Almadanern natürlich auch eine ziemlich alteingesessene, quasi eine der ersten illegalen Schutzbünde von Handwerkern, die sich um ihre Zünfte betrogen sehen und daher dann auch im Untergrund versuchen, ein bisschen zu arbeiten. Gibt da verschiedene Hierarchien, Grade, Stützpunkte. Sie sind wohl überall anzutreffen. Naja, und das ist quasi jetzt auch mitunter. Den Kontakt könntest du herstellen. Den Kontakt zu einem Lehrling, zu einem Gesellen, der dann in dieser alten Gilde ist. Über den könntest du dann Informationen einholen, um da dann mit einzubrechen? Ja, erstmal will man sich Informationen einholen. Das ist der erste Schritt. Rein über Esindio Lastrano, was man sich so über den sagt, was die Gerüchte über den Mann sind, ob der eher jetzt hier zu Mord direkt schon neigt oder ob der eher sozusagen ein tüchtiger Geschäftsmann ist, sowohl in der illegalen als auch in der Unterwelt, was der vielleicht so an schlechten Eigenschaften mit sich bringt, ob der besonders gierig ist, ob der besonders eitel ist, ob der irgendwie besonders wollüstig ist, besonders jähzornig. Rachsüchtig, was auch immer, also so ein bisschen eine Personeneinschätzung zuerst einmal von dem Mann. Der Mann ist 989 BF geboren, das heißt plus 11, plus 27, das heißt, er ist irgendwo 38. Graues, zurückgekämmtes Haare, hat eine Adlernase und dunkle Augenhöhle, wirkt wohl ein bisschen übernächtig. Wohlklang, meisterlicher Händler und derjenige ist es wohl seit 5-maliger Wahl zum Speicher hergekrönt. Warum auch immer, wie gesagt, es wird oft eingebrochen, muss natürlich der Bürgermeister auch mit seine Finger in dem Spiel haben, sonst würde er eben auch als nicht wiedergewählt werden, wenn er seinen Speicher nicht unter Kontrolle hat.
vor allem die anderen Familien der alten Gilde hatten wohl weitreichende Forderungen, insbesondere was die Erträge aus diesem Amt betrifft. Diesen seit dem Skandal des verschimmelten Notkorns 1024 drastisch gesunken, weil die Kontrollen zugenommen haben. Lastrano, der offiziell ein Fuhrunternehmen leitet, das Korn aus der Goldenen Au nach Gareth bringt, auf den Karren ist noch ganz viel anderes Gut, ist zudem mit 4 Kindern geschlagen, die ihren Reichtum für selbstverständlich halten und sich in den Kaschemmen und Spielhöllen der Stadt herumtreiben, statt beim Vater die Kunst des verschwiegenen Geschäftes zu erlernen. Durch sie ist er erpressbar, leicht erpressbar und stets in Gefahr, plötzlich große Schulden begleichen zu müssen, was nun, ja, die alte Gilde angehen könnte. Und damit kannst du dir deine eigenen Gedanken machen, wie du an ihn herankommst oder an seine Kinder. Ja, ja, genau, das habe ich jetzt. Und jetzt will man noch einmal Informationen über Bürgermeister Trautmann Karfenk einholen. Das wird wahrscheinlich deutlich einfacher sein, weil der Mann ja viel mehr im Vordergrund steht. Ja, die Familie Karfenk ist seit langer, langer Zeit im garetischen Adel unterwegs. Haben auch ein eigenes Wappen, haben oft den Bürgermeister gestellt, also ziemlich oft. Einst das erste Patrizierhaus Gareth gewesen, haben wohl immer schon irgendwie den Kornhandel kontrolliert, verstehen sich gut mit den Grotarians, haben viele Kontakte mit den Kaisern gehabt, vor allem früher, mittlerweile wohl nicht mehr so. Gerade zu den kaiserlosen Zeiten war dann mit den Gütern und den Monopolen und den Märkten haben sie sich sehr viel bereichert. Viele Carvings sind blass und oft etwas kränklich, sagt man. Als ob sie zu sehr in die eigene Familie eingeheiratet hätten, als ob es da ein bisschen Inzucht gegeben hätte. Zumindest mutmaßt man das. Viel weiß man da nicht so sehr drüber. Trautmann Karfenk ist wahrscheinlich ein bisschen verschlagen, möchte man meinen. Das sind zumindest die Gerüchte, die man dir dann hinterherum erzählt. Das ist nichts, was dann oft auf der Straße ausgesprochen wird. Aber gerade wenn du dann, wie gesagt, nochmal dich bei der alten Gilde informierst, dann werden dir diese Gerüchte herangetragen. Was möchte Jalan tun? Jalan wird zur alten Residenz gehen und förmlich um eine Audienz beim Reichsgroßgeheimrat bitten. Rondrigan Paligan. Ja, du wirst dann auch nach kurzem Warten eingelassen und während du dann auf dem Wege bist in die alte Residenz, kommt er dir auch schon entgegen aus dem großen, aus der doppelflügeligen Portal, kommt er dann mit ja, einem Händegruß auf dich zu. Herr Greifenmund. Schön, dass ich euch hier, dass ihr vorbeischaut. Euer Exzellenz. Wie kann ich euch helfen? Lass uns doch ein Stück hier an die Seite gehen. Ich nehme mal, es gibt hier irgendwie ein Pavillon oder irgendwas, wo man sich. Ja, genau. Kannst dich dann da irgendwo hinsetzen. Das wird schon gehen. Und die Vorbereitungen für unseren Auftrag laufen bislang planmäßig. Wir kamen. Eine kleine Weghürde, dass wir mehr Männer und Material brauchen, als ihr uns vermutlich realistisch zur Verfügung stellen könnt. Arbeiten gerade daran, dies zu beheben. Für diesen Zwecke wäre es allerdings nötig, dass wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt bereits unsere zugedachten Vollmachten verbrieft bekommen. Ja, die Vollmachten. Dies ist natürlich etwas, was äußerst vertraulich behandelt werden muss, da ein offizieller Auftrag nicht ohne Grund an euch gegeben werden kann. Das heißt, ich kann euch jetzt diese Schreiben geben. Allerdings wird darauf ein Datum stehen, was erst nach dem Turnier seine Wirksamkeit enthält. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Wenn jemand fragt, warum ich Sondervollmachten an einen Ritter und seine Gruppe vergebe, im Auftrage der Reichsregentin. Und diese sollen wirken in Dapatien. Dann stellt sich mir die Frage, was ihr dann mit diesem Schreiben hier tut, wenn ihr noch nicht aufgebrochen seid. Wir werden Material beschaffen müssen für unseren Auftrag in Dapatien. Damit habe ich gerechnet. An was habt ihr gedacht? Zum einen ereilte mich doch längst die, nun das nehmen wir jetzt mal offen, ein Geheimnis, dass einige der Händler und Lagerbesitzer in der Stadt wohl ihrer Majestät Steuern
als optional auslegen. Zum anderen, dass es in Eroskuppel sowie in weiteren Stadtteilen einen großen Anteil an der Bevölkerung gibt, deren Rekrutierungsbemühungen die Armee... die den Rekrutierungsbemühungen der Armee wenig aufgeschlossen entgegensteht. Ihr wollt Bauern und Viehzüchter in das Schwert pressen? Weil sie nicht aus eurer Heimat kommen? Aber vor, ihnen einen Sinn zu geben und sie dafür in Lohn und Brot zu stellen. Ebenso werden sie bitter nötig sein, um den Evakuierungsauftrag durchführen zu können. Denn auch ihr werdet wohl sicherlich sehen, dass nur 6 Leute auf keinen Fall 120.000 im Zaum halten können. Das ist natürlich eine Forderung, die ich einsehe. An welche Waffen habt ihr gedacht? Ich kann euch wenig, zumindest das Kaiserhaus, das ist ein offenes Geheimnis, was ich euch natürlich als Mitglied der KGIA anvertrauen kann, dass das Schatzhaus der Kaiserin, der Reichsregentin ist nicht gefüllt. Das Kaiserhaus ist pleite. Ich kann euch also keine Zusage geben, dass die Reichsregentin einen Sold bezahlt für Viehwirte, für Söldlinge. Eben diesen Sold werde ich, ich ihnen geben. Diesen Sold werde ich dann wohl irgendwie selbst auftreiben können. Waffen und Ausrüstung sind erst einmal das Wichtige. Ich gehe zumindest davon aus, dass ihr vermögend seid. Immerhin weiß ich um den Jahresanteil, den ihr wohl vom Hause Störrebrand bekommt. Ich bin zwar in meinen Barmitteln etwas eingeschränkt, aber im Notfall lässt sich das Geld wohl leihen. Ich im Gegensatz zur Krone eingeschränkt. 400 Dukaten im Jahr und ihr sagt eingeschränkt. Interessant zu hören, aber redet ruhig weiter. Geld wurde leider bereits größtenteils den Bedürftigen zuteil. Nichtsdestotrotz, im Gegensatz zur Krone bin ich bei den Handelshäusern der Stadt nicht vorbelastet und werde wohl einen kleineren Kredit erhalten können, wenn es sein muss. Ja, da gehe ich von aus. Zumindest hörte ich, dass ihr gute Kontakte in das Haus Störrebrand habt. Ja, Emmeran ist natürlich vor Ort. Ebenso. Nichtsdestotrotz, wie ich bereits sagte, das wichtige im Moment sind Waffen, Ausrüstung und Vollmachten. Waffen sollt ihr bekommen. Rüstungen aus Leder werdet ihr ebenso bekommen von mir. Eine Vollmacht gebe ich euch noch nicht. Nun, dies muss ich wohl akzeptieren. Könnt ihr denn vielleicht eine Hand darauf haben, dass die Stadtwache unsere Aktivitäten nicht gar zu sehr hinterfragt, wenn wir es nicht brauchen können? Die Stadtwache unsere Aktivitäten? Naja gut, als KGA-Agenten sollten wir eher auf nicht unbedingt die Konfrontation mit der Stadtwache eingehen. Ich weiß nicht genau, was ihr vorhabt, aber natürlich, ich selber bin auch dafür da, am Rande des Rechts zu agieren und zu handeln, damit es die Kaiserin oder die Reichsregentin selber nicht tun muss. Ich versichere euch, das bestehende Recht wird durchgesetzt werden. Aber es kann sein, dass die erzwungene Rückzahlung ihrer Majestätssteuern auf ein wenig Widerstand stoßen wird. Ja, dann ist das so.